So. Und jetzt habe ich gesagt, schauen wir uns in Akt 4 um, ja? Na gut. Oh, join, Leute, Leute, Leute. Bin ich ja mal gespannt. Also diese Dialoge hier kann man ja angeblich mit Leertaste abbrechen. Ich kann das aber nicht. Ich habe nämlich die Leertaste irgendwie unbelegt. Hier auf den Stehen bleiben und zuhauen. Effekt. Und seither geht das irgendwie nicht bei mir. Naja, das war ja noch ganz harmlos, aber das ist auch normal so, dass das harmlos ist. Close all windows. Okay. Schau ich doch mal. Close all windows. Okay. Auf was lege ich denn das mal? Hat man auf. Nehme ich mal auf. Wie jetzt? Auf Shift kann ich das nicht setzen? Ach, ist mir jetzt auch egal. Hab's bisher nicht gebraucht, brauche ich also demnächst auch nicht. Ups, ich wollte gar nicht raus. Das war ein Missklick, aber ich warte mal eben, bis die Kugeln da weg sind. So. Okay, das war die erste Champion-Gruppe. Die gehen hier noch. Diese Succubus-Viecher sollte man immer zuerst killen als Barbar. Die haben nämlich diese unangenehme Eigenschaft, einen zu debuffen, sodass man 50% weniger Rüstung hat. Und das macht dann schon ordentlich Aua, wenn man dann getroffen wird. Das ist absolut spürbar. Gerade in Verbindung mit fiesen Champion-Gruppen. Hey, wer hofft da, ich krepiere? Sack.
Aber ich kann es nachvollziehen. Wäre ich Zuschauer, würde ich es auch hoffen. Wenn ich ihn auswendig kennen würde, ja. Es ist irgendwie gamendo.de und dann irgendwie vier Zahlen, 25, 49 oder so. Desecrator Fast Jailer. Oder 24, 59. Eine von beiden Kombinationen ist es. Okay, meine Enchantress ist mittlerweile mehr tot als lebendig. Kein gutes Zeichen. Nein, ich werde Inferno Diablo ganz bestimmt nicht als Erster der Welt umbringen. Ich glaube, das ist. Das ist einfach nicht drin. Ich bin froh, wenn ich es überhaupt bis Inferno schaffe. Also selbst Akt 4 Hölle ist schon. Könnte gefährlich werden. Aber Inferno ist dann nochmal eine ganz andere Liga. Und so wie es wohl aussieht, ist Inferno Akt 1 wohl noch vergleichsweise simpel. Richtig brutal schwer wird das dann wohl erst ab Inferno Akt 2. Das ist noch so lange hin. Da habe ich noch einiges vor mir. Kreparian ist schon Akt 4. Ich dachte immer noch, der wäre noch Akt 3. Naja, wenn er schon Akt 4 ist, dann würde ich auch sagen, ist er so gut wie durch, denn Akt 4 ist nicht mehr allzu stark von der Steigerung her, vom Schwierigkeitsgrad gegenüber Akt 3. Die Monster-Level sind wohl Akt 1 61, Akt 2 62, Akt 3 und 4 jeweils 63. Ah, okay. Hi übrigens im Stream. Huch. Ah, okay. Wenn beides ruckelt, dann solltest du mal mit einer niedrigeren Auflösung spielen. Denn das ist ein Zeichen dafür, dass dein Rechner mit der zusätzlichen Belastung des
des Aufnehmens nicht zurechtkommt, also hauptsächlich deine CPU wohl. Deswegen einfach mal versuchen, die Auflösung zu verringern und damit aufzunehmen. Das sollte eigentlich Abhilfe schaffen. Was auch noch sein kann, nimmst du auf derselben Festplatte auf, auf der du auch spielst und auf der auch dein Windows läuft? Okay, das kann auch noch ein Grund sein. Weshalb beides ruckelt. Dass dann einfach der Datendurchsatz zu hoch ist und deine Festplatten damit nicht zurechtkommt. Da kannst du mal versuchen, ich kenne mich mit Fraps nicht aus, du hast geschrieben, du nutzt ja Fraps als Aufnahmeprogramm. Das habe ich nur kurz ausprobiert, habe mich dann aber schnell für die X-Tory entschieden. Aber man kann es glaube ich bei Fraps auch einstellen, nämlich die Auflösung, in der aufgezeichnet wird. Dass du da zum Beispiel nicht auf 1080p aufzeichnest, sondern auf 720p oder eben noch eine Stufe geringer in 16:9. So dass du die Größe der Dateien etwas verringerst. Oh, hier unten geht es nicht weiter. Da komme ich nachher. Außerdem kannst du versuchen, die Frames pro Sekunde etwas zu reduzieren. Ich weiß nicht, mit wie viel FPS du aufzeichnest. Viele machen am Anfang den Fehler und zeichnen irgendwie auf 60 FPS auf. Das sind dann riesengroße Dateien. Braucht aber eigentlich kein Mensch. 30 FPS reichen in der Regel vollkommen. Ja, reduzier mal auf 30 oder vielleicht auch auf 25. In der Regel reicht das völlig aus. Hier geht's dann in den Second Tier. Oh, was willst du denn? Du willst mir bestimmt erzählen. Ja, ja, genau, das dachte ich mir. Oh, du sollst ja nicht bei 30 FPS spielen, sondern auf 30 FPS aufzeichnen. Das sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Ihr könnt euch mal, wenn euch das interessiert, den Kanal Hochmut 81 anschauen. Das ist mein zweiter YouTube-Kanal, den ich vor dem hier hatte. Einfach mal zum Üben, wie das so mit dem Aufnehmen funktioniert. Und da habe ich tatsächlich Battlefield 3 Let's Played und auch mit die X-Tory aufgenommen. Und auf 30 FPS aufgezeichnet. Und die Folgen sehen eigentlich sehr gut aus und laufen völlig ruckelfrei. Also bisher hat sich zumindest keiner wegen der Qualität beschwert. Okay, es haben auch nicht wirklich viele Leute gesehen. Aber da kann man die Qualität sehr, sehr gut beurteilen. Ist halt auf 30 FPS aufgezeichnet. Gespielt habe ich immer irgendwo so zwischen 60 und 90 FPS, je nachdem, was so gerade im Spiel los war. Der Mr. Egghead LP. Mensch, hi. Dass es dich auch hierher verschlägt.
Du willst doch nur sehen, wie ich krepiere und dann entnervt mit Diablo 3 aufhöre, um mit dir wieder Battlefield zu zocken, nicht wahr? Hab dich sofort durchschaut. Hab ich doch gewusst. Und hier haben wir den ersten fiesen, von dem habe ich echt Angst gerade. Der haut bestimmt böse zu, aber gut, hilft ja nichts. Oh, geht ja. Na gut, okay. Völlig überschätzt. War der billig. Okay. Kann mal jemand bitte die Extory in den Chat schreiben, damit er weiß, wie das geschrieben wird? Warum glauben eigentlich alle, das hier sei Inferno? Das ist Hölle. Nicht Inferno, keine Sorge. So heftig bin ich nicht. Ich bin nicht Kriparian und ich bin auch nicht Kungen. Ich bin der ganz normale Gamer-Nerd von nebenan. Und ich bin nicht Akt 4 Inferno. Vor allem, ganz im Ernst, vor allem wäre ich, wenn ich Akt 4 Inferno wäre und da so abgehen würde, wie jetzt gerade hier. Dann wüsste ich gerne, was ich für Ausrüstung trage. Genau, der nette Game Endo aus der Nachbarschaft. Gamer-Nerd. Ja, ich glaube, Akt 4 Inferno Puls wäre dann auch irgendwo so konstant zwischen 160 und 200 oder so. Ich glaube, meine Pulsuhr würde mir dann auch regelmäßig Herzinfarktwarnungen auspiepsen. Oh, was haben wir hier? Frozen Fast Molten. Oh, wie unlustig. Au, au, au. Viecher hier stelle ich mir übrigens auch ziemlich mies vor, wenn die mal als gemeine Champion-Gruppe auftauchen. Die können einen nämlich stunnen. Und dummerweise hat auch der Spieler keinen Diminishing Return, was solche Betäubungseffekte angeht. Das heißt, wenn da zum Beispiel, boah, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, diese Viecher mit Horde und Illusionist, da ist man ja quasi im Dauer-Stunlock gefangen. Dauer-Stunlock, tolles Wort. Im Stunlock gefangen. Also ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dich hier in den Livestream als Zuschauer zu haben. Also von daher, um deine Frage zu beantworten, ja, es überrascht mich schon. Oder willst du mir jetzt damit mitteilen, dass du mit Diablo 3 angefangen hast?
Ja, schaut euch mal Mr. Egghead LPs Kanal an. Der ist auch ein echt guter. Also wenn euch Skyrim interessiert, da hat er mittlerweile so an die... Ich weiß nicht, wie viele Folgen hast du jetzt mittlerweile? 80 oder so? Und natürlich Battlefield 3, das kann der auch ziemlich gut. Immer wenn er nichts kann, wird rausgeschnitten. Nein, lohnt sich aber auf jeden Fall, da mal reinzuschauen bei ihm. Ja, das stimmt. Ich breche hier eigentlich gerade dauernd irgendwelche Hardcore-Regeln. Und spiele in einer Gegend, in der ich in dieser Schwierigkeit noch nicht war. Ständig irgendwie sehr abgelenkt, indem ich auf den Chat gucke und so semi-AFK spiele. Aber hey, das erhöht vielleicht für euch die Chancen, Snooze nur endlich krepieren zu sehen. Das würde mich eigentlich echt mal interessieren. Wie viele von euch sind eigentlich nur da, um mich sterben zu sehen? Und wie viele von euch möchten sehen, wie ich möglichst ungeschoren davonkomme und mich immer weiter Richtung Inferno durch vorarbeite? Also beides finde ich nicht schlimm. Ich kann die Leute auch sehr gut verstehen, die sich solche Streams und solche Let's Plays eigentlich nur angucken, um das ultimative Ende des Charakters endlich zu sehen. Natürlich möglichst spektakulär. Ich freue mich ja schon auf Patch 1.1 mit dem PvP-System und ich hoffe allen Ernstes, dass sie mit dem PvP-System auch das, ich sage mal, ultimative PvP einführen, nämlich dass der Charakter danach tatsächlich tot ist im Hardcore-Modus. Da hätte ich wirklich mal Bock drauf. Ich würde es auf jeden Fall mal spielen. Ich weiß nicht, ob ich das mit Snooze nur machen würde. Oder ob ich mir extra quasi so eine Art einen extra Level 60 Charakter dafür hochziehen würde. So eine Art Kanonenfutter-Charakter. Ob ich zur Gamescom fahre? Ja, ich denke schon. Eventuell, mit ein bisschen Glück, bekomme ich sogar ein Presseticket von der GameStar. Ich habe zumindest mal angefragt und mein Ansprechpartner dort hat mir gesagt, er schaut mal, was sich machen lässt. Das wäre natürlich ziemlich cool. Und ich glaube, davon mache ich es auch abhängig, ob ich tatsächlich zur Gamescom fahre oder nicht. Denn ich war jetzt die letzten 2 Jahre als normaler Besucher da. Ich wohne ja gar nicht so weit davon entfernt. Kann man also tatsächlich mal machen. Nur als normaler Besucher empfinde ich das eigentlich als mittlerweile als Quatsch.
beide Male habe ich mich im Prinzip, bin ich wegen Diablo 3 hingefahren. Und ich konnte auch tatsächlich nur Diablo 3 ansehen, obwohl ich den ganzen Tag da war. Aber für mehr hat es einfach zeitlich überhaupt nicht gereicht. Und ich weiß nicht, dafür das Geld ausgeben und den ganzen Tag verbringen, dafür, dass man sich im Prinzip ein, vielleicht maximal zwei Spiele anschauen kann, für irgendwie 10, 15 Minuten oder so, halte ich für Quatsch. Als normaler Besucher würde ich also nicht mehr hinfahren, aber wenn ich ein Presseticket bekomme, also einen Pressepass bekomme, würde ich das wohl machen. Mit meiner Community, du meinst mit den 50 Mann, die gerade hier zugucken. Ja, also ich sage mal, wäre ich einen Kriparian oder einen Kungen oder ich weiß nicht, einen Force. Ei, au. Ach, verflucht, jetzt ist da auch noch so ein Succubus drin. Ein Haufen Heavy Hitter hier mit einem Succubus dabei. Das ist eine ganz fiese Kombination. Wie kriege ich den da jetzt raus? So. Genau so kriege ich den da raus. Treu bis zum bitteren Ende, genau. Ja, also, ich glaube, wenn ich bei der Gamescom wäre und mich da zu erkennen geben würde, ich würde nicht damit rechnen, dass auch nur einer, gerade zufällig, von den vielleicht fünf Mann, die dann tatsächlich wegen mir da sind, oder ach, von den zwei Mann, die dann wegen mir da sind, gerade in der Nähe sind. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber wer weiß, bis zur Gamescom ist es ja noch einen Monat ungefähr hin. Zwei Monate ungefähr hin, viel mehr. Da kann ja noch viel passieren. Vielleicht bekomme ich dann auch schon eine Fanbase von, ich weiß nicht, 200.000 zusammen oder so. Himmel, noch so ein Vieh? Du warst doch... Du bist doch bestimmt nur von der letzten Gruppe noch übrig. Verzauberungen sind genau die gleichen. Ich glaube nicht, dass da noch mehr von den Viechern sind. Ja, sehr gut. Der war noch übrig von den letzten. Ja, wenn du drei Tage lang am Diablo 3 Stand stehen bleibst, um mich zu sehen, dann kommst du bestimmt auch zweimal dran, um das zu spielen. Rein von der Wartezeit. Also das ist echt irre. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Aber die Wartezeiten sind wirklich irre. Ich habe, glaube ich, bei der Gamescom 2009 oder so. Dann war ich auch schon da. Und hab dann darüber für Diablo 3 Net einen Userbericht geschrieben. Den könnt ihr auf Diablo 3 Net finden. Wenn ihr irgendwo links ist da sind diese ganzen Punkte, dann könnt ihr auf Gamescom Userberichte oder so klicken
von 2009. Und dann schaut ihr euch den von Schirby an. Das ist mein Diablo 3 Netname. Dann seht ihr, wie ich mich das erste Mal auf der Gamescom gefühlt habe, als ich das erste Mal Diablo 3 spielen konnte. Der Bericht kam damals eigentlich ganz gut an bei den Leuten. Vor allem auch mal ganz interessant, ich habe mir den tatsächlich neulich auch nochmal durchgelesen. Ich fand es ganz interessant, mal zu sehen, was sich eigentlich seitdem verändert hat an Diablo. Also das ist ja schon... ist ja schon eine ganze Menge passiert. Mit dem Runensystem und dem PvP-System und welche Fähigkeiten sich verändert haben von damals. Das ist schon sehr interessant gewesen, das mal wieder zu lesen. Oh du lieber Himmel. Jetzt kommen ja die... ja, genau vor dem... Hahaha. Und noch so eine Champion-Truppe Succubus. Oh Leute. Mit Fire Chains. Und Arcane Enchanted. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Aber es hackt. Lieber Himmel, ey. Können Champion-Gruppen noch mieser sein? Puh. Mit Teleport, ja. Ich weiß nicht, was hatten die eigentlich als drittes? Ich habe mir das gar nicht mehr anschauen können. Ich wusste eben nur Arcane Enchanted und Fire Chains. Die hatten sogar Teleport, na gut. Schöne miese Gruppe war das. Aber sehr gut überstanden. Oh, ja genau, nochmal Arcane Enchanted, Vampiric und Desecrator. Ihr spinnt ja nicht richtig. Aushalten. Diese Desecrator sind übrigens eigentlich sehr fair. Die machen zwar wirklich mordsmäßig viel Schaden, diese Feuerflächen hier. Aber ihr seht, wenn die unter einem sind, gerade erst aufgetaucht, es dauert immer so, ich weiß nicht, anderthalb oder zwei Sekunden oder was, bis die anfangen Schaden zu machen. Man hat also genug Zeit, seinen Hintern aus dieser Scheiße rauszubewegen. Oh, Inventar voll.
Wenn man das aber verpennt, dann hat man echt ein hartes Los gezogen, denn die Dinger machen echt richtig viel Schaden. Und ich glaube, mein Feuerwiderstand ist sogar noch einer meiner stärksten. Ich schau mal eben. 525, genau, ist mein stärkster Widerstand. Mit über 63% Schadensreduktion und trotzdem macht dieses Zeug richtig heftig viel Schaden bei mir. Sogar noch mehr. Zorn des Berserkers macht vollständig immun gegen sämtliche CC-Effekte. Man kann also auch nicht mit Vortex rangezogen werden. Man kann ist immun gegen Knockback- und Verlangsamungseffekte. Also alles, was irgendwie Crowd-Control-Effekte macht, ist mit Zorn des Berserkers sowohl zu brechen als auch zu umgehen. Also wenn ich gerade verlangsamt bin oder vereist bin, kann ich Zorn des Berserkers zünden und bin sofort wieder im Normalzustand. Und sollte dann nochmal so ein Effekt während der Wirkungsdauer auf mich gezaubert werden, bin ich dagegen vollständig immun. Diese Fallen Angels oder Corrupted Angels hier, die mit diesem Ansturm ankommen, die stelle ich mir als Fernkämpfer ziemlich mies vor. Der Ansturm ist ja nun echt, hat ja eine mörderische Reichweite. Also mir tut der mit Snooks nun überhaupt nichts, aber ich kann mir vorstellen, als Demon Hunter oder sowas hat man da keinen Spaß dran an den Viechern. Illusionist, oh wow. Vortex, Reflex, Damage. Mal ein bisschen aufräumen hier. Oh, sorry Leute, meine Frau ruft gerade an von der Arbeit. Muss mal kurz in die Stadt. Stream geht gleich weiter. Ja. Ja, der kühlt gerade ab. Ja, und ich bin gerade mitten im Livestream. Die finden es lustig. Oh, Ton ist noch an. Ups. So, da bin ich wieder. Ja, man sollte nicht nur das Bild ausmachen,
sondern auch den Ton. Danke für den dezenten Hinweis übrigens. Oh, was haben wir? Fast Molten Extra Health. Okay, und solche Viecher hier auch noch. Ach ja, das neue Crew-Level, stimmt. Da wollte ich ja einen Guide zu machen. Gut, dass ihr mich daran erinnert. Ich weiß noch nicht, wann ich das schaffe zeitlich. Ihr wisst ja, bei mir ist Zeit immer so ein wichtiger Faktor. Ich hoffe, dass ich es dieses Wochenende hinkriege. Vielleicht auch schon vorher. Aber das glaube ich nicht. Morgen ist ja schon Diablo-Schulentag, da bin ich im Prinzip die ganze Zeit damit beschäftigt, das Video für die Diablo-Schule fertig zu kriegen. Das wird morgen ein sehr spannendes Thema. Vor allem für alle Barbaren. Ich habe nämlich mal sämtliche Live-on-Hit-Werte für alle Skills, die es gibt, mit allen Runen angeschaut und in eine Tabelle gebracht, sodass alle Barbarenspieler von euch dann sehen können, wenn ich x Punkte live on hit habe und zum Beispiel Frenzy mit Sidearm nutze, wie ich es tue, wie viele Punkte live on hit kommen denn dann eigentlich dabei rum? Also das letzte... Oh, bin ich schon wieder hier voll beladen? Ah, hier habe ich noch ein bisschen Platz, aber ich muss gleich wirklich mal in die Stadt und verkaufen. Da blinkt es, mal gucken. The Great Span, okay. Bevor ich da durchgehe, gehe ich erstmal mein Inventar ausleeren. So, mal schauen, was wir bekommen haben. Müll und noch mehr Müll. Also im Prinzip gar nicht so schlecht. 85 Stärke, 109 Vita und ein freier Sockel. Super, toll, alles großartig. DPS mit einer 2 am Anfang. Müll. Kauft kein Mensch, braucht keiner. Also alles mit weniger als 4 am Anfang. Mit einhändig, zweihändig kannst du auch wieder vergessen. Mit einer 4 am Anfang kann man direkt an den NPC verkaufen. Wenn man das ins Auktionshaus stellt, wird man sowieso nicht los. Also das neue Cool-Level ist ziemlich cool. es ist absolut abgefahren. Und ich möchte mal behaupten, da haben sich die Entwickler ganz gehörig selbst auf die Schippe genommen. Als die Leute damals auf die Barrikaden gingen, wegen der zu bunten Grafik von Diablo 3. Ich find's aber echt
Einfach nur cool. Ich hab gehört, Isual soll auf Hölle echt. Aua! Echt eine Kanone sein. Au, au, au. Stirb endlich. Hund, stirb. Na endlich. Silver Spire Level 2. Ich glaube, danach kommt dann auch schon The Pinnacle of Heaven. Dann bin ich ja schon bei Diablo, hm? Oder habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Aua! Jungs! Voll uncool. Ja, ich habe auch noch keinen Hirtenstabplan von Isual bekommen bislang. Das heißt, wenn ich tatsächlich mal dran denke, den Guide für den neuen Kau-Level zu machen, darf ich auch erstmal schön Isual farmen vorher. Überhaupt darf ich sämtliche Sachen farmen. Einfach aus dem Grund, weil ich sie auch zeigen möchte. In dem Guide. Ja, was an diesem Edelstein so mies ist, ist ja, dass erstmal die Höhle nicht immer da ist. Und wenn man die Höhle mal gefunden hat, irgendwie im 275. Durchgang, da muss auch noch dieser seltene Gegner drin sein, der auch nicht immer da ist. Also das ist schon ein ziemlicher Glücksgriff, wenn man den tatsächlich bekommt.
Das Witzige ist, ich habe auch beim ersten Durchgang, als ich jemals in Akt 3 war, direkt diesen Kauderwelsch-Edelstein bekommen. Und habe ihn damals aber weggeworfen. Ich wusste genau, wozu er gut ist. Allerdings war damals noch meine Truhe so klein, dass ich mir gedacht habe, ach, was soll's. Bis ich da mal reingehe, kann ich mir den auch nochmal wiederholen. Ja, seitdem schon, ich weiß nicht wie oft, wieder in der Gegend gewesen. Aber nicht mal diese Höhle jemals wieder gesehen. Das wird sich wahrscheinlich nochmal als ein großer Fehler entpuppen, dass ich den mal weggeworfen habe. Ja, ich bin einfach geizig, das stimmt. Na, gerade am Anfang war es mir sehr... Hallo, wer bist denn du? War es mir sehr wichtig, auf mein Gold zu achten. Also wenn man gerade irgendwie Level, ich weiß nicht, 10 oder 20 oder 30 ist, da sind halt 10.000 Goldstücke für so ein... für so ein paar weitere... Flächen in der Truhe doch eine Menge Geld. Für 10.000 Goldstücke kann man sich bis Level 40 oder so noch sehr gute Ausrüstungsgegenstände aus dem Auktionshaus kaufen. Und ganz ehrlich, wäre ich Softcore gewesen, wäre die Truhe ungefähr das erste, was ich ausgebaut hätte. Aber als Hardcore-Spieler kommt meine Ausrüstung ganz klar an allererster Stelle. Und alles andere erst weit dahinter. Da war übrigens gerade ein sehr schönes Beispiel, weshalb ich die Zauberin mitgenommen habe. Der komische Gegner, der hier war, dieser Teleport-Zauberer mit den Meteoren, war gerade gecharmt und stand dann doof rum und hat darauf gewartet, dass ich ihn umbringe. Anstatt hier jetzt wieder, anstatt dann weg zu teleportieren oder so. Das macht es mir gerade als Nahkämpfer auch sehr einfach, gegen solche Gegner zu kämpfen. Wenn dann deren Fluchtmechaniken völlig ausgehebelt werden. Wo schaue ich denn meinen Nick nach? Steht er hier irgendwo? Bei Achievements vielleicht. Keine Ahnung, wo schaue ich den Nick nach im Spiel? Bei Add Friend? Ah, da seht ihr es, bitteschön. Gamendo.de 2549. An alle, die mich adden, ihr könnt mich auch gerne im Spiel anschreiben. Bitte seid aber so freundlich, achtet darauf, auf dieses hier, wenn hier Busy steht, dann bitte nicht anschreiben, weil ich dann nämlich gerade streame oder aufnehme. Und dann habe ich für sowas in der Regel weder die Zeit... noch die Lust. So, wo muss ich eigentlich hin? Versuchen wir es mal hier. Was ja an so einem Livestream, muss ich gerade mal sagen, sehr entspannend ist, ist die Tatsache, dass ich nicht ständig auf meine zweite Kamera schauen muss. Wo ich nämlich immer bei den YouTube-Videos darauf achten musste, dass ich nicht über eine halbe Stunde gehe. Denn die kann nur eine halbe Stunde lang Videos aufzeichnen. Das
heißt, nach mehr als 30 Minuten oder bei genau 30 Minuten bricht dann immer die Aufzeichnung der Pulsuhr ab. Und da die Kamera jetzt nicht aufzeichnet, sondern nur als Webcam fungiert und einfach dauerhaft Daten an den Rechner sendet, sind diese 30 Minuten völlig Wurst. Das ist sehr entspannt. Naja, stattdessen achte ich jetzt die ganze Zeit auf den Chat. Ja, wenn man kein Kriparian oder Kungen ist, dann kann man sowas durchaus mal machen. Aber ich glaube, hätte ich jetzt hier irgendwie 10, 12, 50.000 Zuschauer dabei, dann würde ich da eher ein Geheimnis draus machen. Ansonsten käme ich ja aus dem Bestätigen der Kontakte und aus den ständigen privaten Nachrichten gar nicht mehr zum Spielen. Ach, der Horak-Teil, spreche ich das richtig aus, ist auch da. Darf ich vorstellen, er ist der, vermutlich derjenige, der mit Abstand am meisten Kommentare auf meinem YouTube-Kanal hinterlässt, zu meinen Videos. Finde ich aber sehr gut, mich interessiert das immer, was meine Zuschauer denken. Ist für mich immer ein wichtiger Hinweis. Oh, The Pinnacle of Heaven. Verdammte Axt, ich bin jetzt bei Diablo, oder? Mensch, Horak-Teil, sei froh, du bist jetzt genau richtig gekommen, um Zeuge zu werden, wie mich Diablo in der Schwierigkeit gerade, im Schwierigkeitsgrad Hölle, auseinandernimmt. Oh Mann. Ich bin ein wenig nervös. Bisher läuft das ja ganz gut, aber das kann sich ja... immer mal ändern. Bei irgendwelchen fiesen Attacken. Wie der da, wenn man darin stehen bleibt, weil man es gerade ja nicht rafft. Oder seinem Blitzstrahl. So, Phase 1 geschafft. Ja. Ups. Was habe ich denn da für eine Scheiß auf mir? Ich habe jetzt gerade keine Zeit zu gucken, was das für ein Debuff ist.
Scheint aber irgendwie Schaden über Zeit zu machen. Also bis jetzt alles noch. Alles im Rahmen. Ja, gar nicht so doof, Diablo, ne? Mich da in dieses Feuer locken wollen, kannst du vergessen. So, Phase 2 auch geschafft. Die letzte Phase. Auf geht's. Ach, fuck. Kannst du mal aufhören mit dem Mist? Nervt. Oh oh. Nein! Naja, okay. Das war ja relativ zahm. Gut, dass ich kein Demon Hunter bin. Leute, sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Was meint ihr? Hey, Destroy Diablo, das war's, hm? Jiha! Das war der Schwierigkeitsgrad Hölle, Leute. Live. Und in Farbe.